Deutschland hat ein neues Rüstungspaket für die Ukraine im Wert von 2,7 Milliarden Euro geschnürt. Das größte seit dem Einmarsch Russlands. Unter anderem sollen 20 weitere Marder-Schützenpanzer, 30 Leopard-1-Panzer und 4 Flugabwehrsysteme bereitgestellt werden, so das Verteidigungsministerium. Damit würde sich die deutsche Waffenhilfe seit Beginn des Krieges im Februar 2022 verdoppeln. Deutschland gehört zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine, sowohl militärisch als auch finanziell.